Wollen wir es hoffen. Also, Bennett ist wieder frei. Jetzt gehe ich mal rüber zu Lord André und mache das auch klar. Aber vorher... Kann man gucken, hier oben war noch auch Händler gewesen. Ich sollte ja noch nach den gefälschten Minenanteilen suchen. Hier waren ja alles Händler. Also hier hinten war die Händlerecke. Lutero, gute! Warte mal. Hast du irgendwas für mich? Zeig mir deine Ware. Der hat zum Beispiel nichts. Anscheinend. So wie es aussieht. Verknöderich. Speedtrank. Südliche. Die südliche Verteidigung. Ein Leer. Aha. Mhm. Okay. Suchst du bestimmt? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Snappers. Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Okay. Wo finde ich Snapper? Es gibt ein paar hier auf der Insel. Die meisten... Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Runenstein besorgen. Ich werde mal sehen, was ich... Das ist schon mal gut. Aber das war nicht das, was ich gesucht habe. So, das hier ist kein Laden. Das ist auch kein Laden. Das hier ist einer. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Kuckuck. Wie ich hörte, warst du bei den Paladinen im Minental. Ich bin beeindruckt. Hier geht echt alles rum. Du solltest dir Zeit nehmen und meine Ware begutachten. Ich habe gerade einen ganz besonderen Trank auf Lager. Es ist mir eine Freude. Was? Die Geschicklichkeit, jo. Pff, braucht kein Mensch. Das hier ist schon eher was für mich. Muss ich mal so feststellen. Erzminenanteile von Corinas. Hm. Soll ich die zurücknehmen? Ja, ich glaube mal. Ich mach mal so. Du gehst jetzt ins Kloster und lässt dich verurteilen. Was? Du bist ja wohl nicht mehr ganz frisch. Einen Dreck werde ich. Diese miesen Magier haben doch gar nichts gegen mich in der Hand. Aha. Und was ist mit diesen gefälschten Erzminenanteilen, die du überall im Land verschachert hast? Es ist deine Unterschrift drauf. Du bist schuldig. Was? Ich werde dich das Viertel herunterschleifen wie einen dreckigen Lumpen. Bist du dir da ganz sicher, dass du das willst? Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt hier der Kampf losbricht. Aber anscheinend verdient er es nicht besser und will auf die Fresse haben. So. Also wir haben definitiv gefunden, den Gangster. Rein zufällig eigentlich nur. So. Der kommt mir nicht wirklich was anhaben, der Kerl. Ist das klasse. In der Zeit könnte ich hier eigentlich mal so ein bisschen klauen, ne? Mal gucken, hat er hier sowas Interessantes? Da ist ein Knöpfchen, das machen wir gleich mal. Da steht hier noch einiges Gletscherquarz in meiner Kelch. Steh erstmal auf, Kollege. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Ja, genau. Warte mal. Okay, du bist der Bessere von uns beiden. Du gehst jetzt ins Kloster und lässt dich verurteilen. Gehst du jetzt ins Kloster oder soll ich dich nochmal? Das wirst du noch bereuen. Ja, verdammt. Ich gehe ins Kloster, aber glaube nicht, dass du damit durchkommst. Doch, glaube ich. Ziemlich gut sogar. Oh. Mal hier drücken. Ach, schau mal, einer guck. Eine Truhe. So. Ich penne mir gerade mal ein. Mal gucken, ob der dann immer noch hier steht. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Du bist ausgeruht. Nee, er ist gegangen. Gut. Obwohl ich nicht weiß, ob er wirklich im Dings ist. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Eieieiei. Nimm alles mit. Weißt du, was ist Gutes? Buchkommode, gucken, steht da was Interessantes drin? Jagd und Beute. Nee, steht nichts Interessantes drin. Gut. Den hab ich. Dings ist frei. Dann kann ich ja jetzt... Genau, zu Lord André wollte ich. Dann kann ich ja ins Kloster gehen. Yeah. Ich habe ja meinen Auftrag erfüllt. Da kann ich eigentlich nach dem Kloster, kann ich wiederum zum Dings gehen. Zu den, genau, zu den Söldnern. Von den Söldnern dürfte ich dann ja eigentlich schnurstracks wieder zum Kreis der Feuermagier können. Um einfach nur zu zeigen, hier, ich bin der Allergeilste. Ich habe alles repariert. Ich habe wieder mal alles richtig gemacht. Also wenn die mir jetzt immer noch nicht vertrauen, irgendwer, dann...
haben die alle einen an der Klatsche. Da werden die alle geschlagen. Das habe ich schon. Alle in eine Reihe aufgestellt und mit einem Feuerzauber verbrannt. So sieht's aus. Das ist meine Ansicht der Dinge hier. Ich schlendere mir etwas hier hoch. Lord André! Hier kommt wieder dein allmächtiger Feuermagier. Komm her. Komm her. Bernhard ist frei. Denke ich doch. Oder? Ist er schon weg? Ja, er ist schon weg. Wunderbar. So, dann mal gucken. Hafstadt? Nein. Großbauern? Ja. Oh ne, ich wollte erst ins Kloster. Oder Forstkloster vielmehr. So. Gute Milton. Tür. Öffne dich. Ist ja wie Sesam. So, hier steht er, glaube ich. Ja, hier steht er. Und ich habe etwas zu berichten, Serpentis. Ich habe einige Minenanteile ausmachen können. Sehr gut. Du musst sie alle aus dem Verkehr ziehen. Das ist Gift für das Volk. Bring sie mir hier. Oh, cool. Ich weiß, wer die Minenanteile in Umlauf gebracht hat. Es war Salandril, der Alchemist im oberen Viertel der Stadt. Dann bring ihn hierher. Wir haben mit ihm zu reden. Er ist schon hier. Salandril ist hier im Kloster. Gut gemacht. Wir werden uns später mit ihm befassen. Na super. Wir müssen mit ihm reden. Er ist hier. Na, dann machen wir es später. Verschwinde. Arschkeks. So, das ist geil. Wir den Level ab. Was heißt das Level Up? Wir machen uns zu der Alten hin und hoffen, dass die uns, dass das, was die uns beibringt, auch das ist, was wir uns da ganz schwer erhoffen. Wegstecken. Und ich behaupte mal, dass... Nee, wir schwätzen hier erst mit dem Schmied. Erstmal mit dem Schmied reden, dass wir unser Ding hier repariert bekommen. Unser Ding. Mann, ich hatte echt schon geglaubt, dass die mich hängen. Ist ja nochmal gut gegangen. Das kannst du wissen. Du hättest mal das Gesicht von dem Soldaten sehen sollen, als der mich rausgelassen hat. Der hatte sich vor Angst fast in die Hose gemacht. Da fällt mir ein, ich hab was für dich. Was meinst du? Ein Geschenk. Echt? Cool. Was für Waffen stellst du her? Ah, ne. Zurzeit größt. Aber wenn ich. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade gar nicht erfragen. Natürlich nicht. So. Was für ein Geschenk. Wir haben von den Drachen gehört, die im Tal sein sollen. Ja? Sie sind da. Schon gut, ich glaub dir ja. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass du dich sicherlich bei der anstehenden Drachenjagd beteiligst. Drachenjagd? Ich habe hier ein Amulett. Ich denke, du hast dafür eine bessere Verwendung als ich. Oh, Dankeschön, aber... Man weiß gar nicht mehr, wie man meine eigene. Kannst du dir dieses Amulett mal angucken? Klar, lass mal sehen. Das ist eine sehr schöne Arbeit. Die Fassung ist hinüber. Ich glaube, ich kann es wieder hinkriegen. Wie lange brauchst du dafür? Wenn du es hier lässt und morgen wiederkommst, wird es fertig sein. Sehr gut. Ich werde dir noch nicht mal was dafür abknöpfen. Schließlich hast du mich aus dem Bau geholt. Sehr gut. Hier ist das Amulett. Repariere es für mich. Alles klar. Bis morgen wird... Du kannst es dir dann... Sehr gut. Dann gehen wir jetzt gerade noch pennen. Und schon haben wir einmal Mana aufgefüllt, den nächsten Tag. Bis zum nächsten Morgen schlafen. So, Maie! Da bin ich wieder. Oh, Ben ist ganz fleißig. Der hat bestimmt die Nacht durchgeackert. Komm mal her, Bennett. So. Hast du fertig? Ist das Amulett fertig? Ja, hier. Ich musste eine neue Fassung für den Stein fertigen. Ich habe die ganze Nacht dran gearbeitet. Es ist wie neu. Dankeschön. Gut, wenn wir das auch erledigt haben, dann machen wir uns jetzt nochmal schnell runter zur Kräuterhexe und erlernen das, was wir erlernen wollten. Ach, da bin ich jetzt mal, kann man richtig geil drauf, unser Mana zu steigern. Und ich hoffe, es ist auch wirklich das, was wir haben wollten. Ich werde davor definitiv speichern. Und wenn es nicht das ist, was wir haben wollten, dann werde ich zu allem Überfluss den Speicherstand wieder laden. Das sage ich gerade schon mal. Ich mache das normalerweise nicht gerne, aber in dem Fall werde ich es mal machen. Nett, dass ich mich am Ende tot ärgere wegen den schönen 10 Erfahrungspunkten, die mir in was anderes investieren könnten. Nämlich zum Beispiel in den nächsten Kreis. Wäre eine Idee.
Denn ich schätze mal, wenn wir das Auge Innos repariert haben, dann dürfen wir den vierten Kreis des Feuers betreten. Dann geht es ja noch mehr ab. Und ich hoffe, dass der Trank da wenigstens auch eine Kleinigkeit bringt. Ja, ja, der Drachensnapper. Kann mich mal gern haben, kann nämlich mal. Und ich muss auch bei den... Oh, ich habe einiges zu tun. Ich muss bei den werten Dorfbewohner, bei den werten Stadtbewohnern noch die Minenanteile raussuchen. Schnauze! Blöde Blutfliege. Braucht kein Mensch. Noch raussuchen und ins Kloster bringen. Ich habe erstmal das Geld dafür bekommen. So, Sakita. Dann zeig mir was Ganze. Ich stelle mich extra auf den Teppich. Ich bleib hier immer auf dem Teppich, ne? Ja, geil. So, Sakita. Tränke braun lernen. Welcher Trank? So, dann einmal das Elixier des Geistes. Trank braun. Dankeschön. Dann schauen wir mal, was das Elixier des Geistes so alles bringt. Gehen wir zurück. Spezielle Tränke. Elixier des Geistes. Eine Feuerwurzel und ein Kronstöckel. Trank hergestellt. Feuerwurzel und Kronstöckel. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Und es ist... Elixier des Geistes. Jawohl! Haha, ist das mal geil! Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist mal ein ganzer Arsch voll Feuerkraut, Feuernesseln. Genau, ein ganzer Arsch von den anderen Dingern. Von den ganz starken. Da kannst du immer noch sicher helfen, ne? So, was brauchst du? Ja, ich brauche Snapperkraut, nein. Feuerwurzel? Nein. Verdammt, der hat die nicht. Du Sau, du Alte. Jetzt bereue ich, dass ich die Dinger immer aufgebraucht habe. Hm, Mist. Schade. Sehr, sehr schade. Aber Ende ist erstmal egal. Ich kann diesen Trank herstellen. Wie geil. Wie geil. Mana plus 5. Yeah. Jetzt kann ich mein Mana in die Geilheit der Unermesslichkeit steigern. Das ist klasse. Ich habe sogar noch 6 Kronstöckel. Mordsgeschichte hier. Yeah. Yeah, ist das fett. So, aber nochmal eine andere Sache. Wir haben den Trank der Geschwindigkeit, das ist gut. Ich bin gerade überlegen, soll ich das jetzt noch durchziehen hier? Boah, kann ich eigentlich noch. So. Ach, halt mal die Schnauze jetzt hier. Schnauze, habe ich gesagt. Ich muss ja wieder außen rumrennen. Ja, ich denke mal, ich mach's. Auf zum Kloster. Und dann ganz, ganz außenrum zum, ja, wieder zum Steinkreis. Trank der Geschwindigkeit. So, kluck und gib ihm. Ich denke mal, wir werden das Ritual in dieser Aufnahmesession noch machen. Dann haben wir wieder einiges erreicht. Ach, so mag ich das. Wenn du hier mal 2 Stunden am Stück aufnehmen kannst, dann erreichst du auch etwas. Dann fühlt das sich nicht so an wie so, hat nichts geklappt. Bei den 20 Minuten, wann war es? Vorgestern die Folge. Ach, wo ich also abgekackt bin. Da war richtig deprimierend. Was ist das? Ich glaube, da haben wir einen Texturfehler. Da war ein Stück Wand auf dem Boden. Nehmen wir so hin. Wie alles andere hier. Auf jeden Fall. Schauen wir jetzt mal zu, dass wir zum Steinkreis kommen. Und ich freue mich immer noch wie ein Schnitzel. Wir können den Trank des Geistes herstellen. Das ist klasse. Das ist richtig, richtig klasse. Das heißt, jetzt immer, wenn wir das Superkraut bekommen dafür, dann werden wir diesen Trank herstellen. Da scheiß jetzt mal auf den... Ja, wir haben ja sogar den Mana-Trank schon, den besseren. Also wir sind eigentlich jetzt richtig top ausgerüstet von dem, was wir können. Muss ich ja mal so... ganz unzweifelhaft feststellen. Klasse. Also so macht das Magier sein dann doch Laune. Wenn man richtig viel kann. Hat allerdings auch 22 Löffel gedauert. Und geschätzte, muss ich mir jetzt 77, 78 folgen? Ja, passiert. Shit happens heißt es doch immer so schön, oder? So, lauf, Forest, lauf. Bald sind wir da. Dann können wir endlich das Ritual durchführen. Yeah. Dann haben wir wieder das Auge Innos. Yeah.
dann hat der Feind ein kleines Problem wieder. Er hat sich so viel Mühe gegeben, das Auge zu zerstören, und dann kommen wir geile Sau um die Ecke und reparieren es einfach wieder. Tja, scheiße war's. Ist ungefähr so, wie wenn du als kleines Kind im Sandkasten gespielt hast. Da macht jemand deine Sandburg kaputt. Ja, was machst du? Baust du einfach nochmal neu. Und da hat er entweder ganz viel Spaß dran, die immer und immer und immer und immer wieder zu zerstören. Oder er denkt sich, na scheiße, der baut sie ja eh immer wieder auf. So ungefähr ist das gerade. Das heißt, solange ich das Böse jetzt nicht wieder an das Auge dran lasse, wird das nicht zerstört werden. Und das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt hoffe ich noch, dass ich die richtige Menge an Kronstöckeln dabei habe. Also, dass ich drei Stück habe, habe ich ja gesehen. Aber nicht, dass es irgendwelche speziellen, irgendwelche Bündel oder sowas sein müssen. Ich glaube aber nicht. Ich denke mal, wir haben alles. So, Heilpflanzen. Heilpflanzen interessieren mich nicht, die Bohne. Jetzt bin ich wirklich ganz geil auf das Feuerkraut. Oder wie auch immer das sich gerade in diesem Moment nennt. Nein. Shit, voll. Ach, einmal durchs Dickicht. Verdammte Hacke. Da lohnt es sich ja fast mal Jaken dafür abzufarmen. Da gibt es dann auch noch einige Bereiche, die haben wir noch nicht so wirklich erkundet. So, Männers, da bin ich wieder. Seid gegrüßet. Vatras, ich habe hier was für dich. Ja. Ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Hier hast du das reparierte Auge. Tatsächlich fehlt nun nichts mehr, um das Umkehrritual zu vollziehen. Was ist mit dem Sumpfkraut? Ach ja. Hast du denn drei Sumpfkrautpflanzen dabei? Ja. Ja. Hier hast du die drei Pflanzen. Großartig. Das hast du gut gemacht, doch trete nun beiseite, damit wir mit der Zeremonie beginnen können. Möge sich unser Geist vereinen. Ich trete zurück. Boah. Schön. Rot, blau, lila. Oh, ja, schön. Willst du ja was anschleichen? Schaue ich mich ja gerade mal um. Vielleicht habe ich ja noch das Glück. Also hier war ja keine Sau mehr. Aber hier, vielleicht steht noch irgendwo eine Feuerwurzel. Nein. Nicht doch vielleicht. Irgendwo. Ah, da war was. Eine Heilpflanze. Eine Heilpflanze interessiert mich nicht. Ich brauche Feuernesseln. So sind die, glaube ich. Ja. So, jetzt ist mein Dings beendet. Seid ihr schon fertig? Wie steht's um? Denke da. Nur ein. Und vergiss nicht das Auge mit der. Ja, habe ich auch schon alles. So, wie schaut's aus? Aha. Es ist vollbracht. Es ist uns gelungen, den Plan des Feindes zu vereiteln und das Auge wieder zu. Geil! Lass dir den Umgang mit seiner Macht von Pyroka erklären. Ich hoffe, ich werde dich wiedersehen, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Leb wohl. Das werde ich. Nun, da das Auge Innos geheilt ist, musst du den Drachen entgegentreten. Sie alle dienen Belia, dem Gott der Finsternis. Aber es muss eine irdische Macht geben, die sie kontrolliert. So viel ist mir inzwischen klar. Finde heraus, was die Quelle dieser Macht ist. Sobald du etwas herausgefunden hast, kommst du zu mir zurück. Ist gut, Zardas. So. Dann speichern wir jetzt mal. Ach, da haben wir ja heute echt einiges hinbekommen. Wir haben die Hauptquest gut weitergeführt. Zweitens, der Umgang mit dem Auge. Auge. So. Und damit mache ich wieder eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und lassen uns von Pyroka erstmal erklären, wie das Auge eigentlich genau funktioniert. Denn sonst bringt es uns ja erstmal nichts. Also, bis dahin. Tschüss.